hallo, herzlich willkommen, Leute. Willkommen zu zwei Spielemythen. Jawohl, lange ist es ein bisschen her. Okay, ich habe euch wieder zwei hübsche, geile Spielemythen rausgesucht. Wollen wir mal anfangen, wa? Kommen wir als erstes zu Black and White, die unheimliche Stimme. Black and White erschien erstmals 2001 für den PC und ist im Genre der Göttersimulation so zuzuordnen. Der Spieler sieht sich in dem Spiel als Gott, der die Aufgabe hat, mit Güte und Strenge über sein Volk zu herrschen, aber auch gegen andere Götter anzutreten. Ein ganz wichtiges Element in dem Spiel ist es, eine Kreatur, die man gut oder böse aufzieht und die entsprechenden Wunder oder Zerstörung vollbringen kann. Diese Elemente waren ausschlaggebend für den großen Erfolg des Spiels und für die Produktion eines Nachfolgers, nämlich Black and White 2. Der große Erfolg brachte aber auch viele merkwürdige Geschichten zu dem Spiel. Eine davon handelt von einer unheimlichen Stimme, die den wahren Namen des Spielers während des Spiels flüsternd aufruft. Merkwürdigerweise soll dies nur in den Abendstunden geschehen. Und auch nicht jeder Vorname soll gerufen werden. Gibt es in Black and White wirklich eine solche unheimliche Stimme, die nach den Spielern ruft? Ja, wie gesagt, ich finde, es ist schwer zu glauben, denn das Spiel ist für Kinder ab 12 Jahren freigegeben und hat größtenteils idyllische Landschaften und friedliche Spielelemente. Wieso also sollen die Spieleentwickler den Spielen Angst einjagen wollen? Na, ist es wahr oder ist dieses falsch? Ihr kennt das Prozedere ja, ne? Auflösung gibt es am Ende. Kommen wir zum nächsten. Jo, kommen wir zum zweiten Mythos. Tomb Raider, der Nackt-Cheat. Tomb Raider gehört zu den erfolgreichsten Spieleserien überhaupt. Na, wer kennt sie nicht, die Serie von Tomb Raider? Und ich denke mal nicht zuletzt sicherlich durch die überaus charmante Protagonistin Lara Croft, welche schon Mitte der 90er Jahre vielen Spielern den Kopf verdrehte. Wahrscheinlich durch Wunschdenken getrieben, kam kurze Zeit später der Mythos in Umlauf, dass es möglich wäre, mit einem Nackt-Cheat der Lara Croft die Kleidung vom Leib zu reißen. Jo, ist dieser Mythos wahr oder ist dieser Mythos einfach nur an den Haaren herbeigezogen? Auflösung gibt es am Ende. Juti, 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 meine lieben Freunde, kommen wir halt zur ersten Auflösung. Kommen wir zur Auflösung von Black and White. Na, ist dieser Mythos wahr oder ist dieser Mythos falsch? Gibt es diese unheimliche Stimme im Spiel? Ob man es nun glaubt oder nicht, im Spiel kann es wirklich passieren, dass der eigene Name in Flüsterton aus den Lautsprechern erklingt. Genau genommen geschieht dies erst ab 20 Uhr und nach einigen Stunden Spielzeit. Viele begründen dies damit, dass die Entwickler den Spielern erschrecken wollen, sodass er das Spiel beendet, um die erforderliche Pause nach etlichen Stunden Spielzeit einzulegen. Andere wiederum sehen dies als eine Art Easter Egg, also eine kleine Spielerei der Entwickler. Wieso nicht jeder Spielname düster und unheimlich aus den Lautsprechern ertönt, ist auch bereits geklärt. Die entsprechende Audiodatei enthält nur einige eher typische Namen, wie beispielsweise Tim, Andreas, Eva, Sarah, Christian und so weiter und so weiter. Es sind zwar viele Namen enthalten, aber bei weitem nicht alle, die es gibt. Hat der Spieler also einen eher ungewöhnlichen Namen oder sogar keinen Namen eingegeben, dann wird dieser die schaurige Stimme nicht zu hören bekommen. Diese nette Spielerei klappt übrigens bei beiden Ablegern der Serie. Jo, das war der erste Mythos, also der ist wahr. Die Stimme gibt es wirklich. Kommen wir zur zweiten Auflösung. Nämlich die Auflösung von Tomb Raider, der Nackt-Cheat. Ja, will ich ein bisschen ausholen. Etliche Cheats wurden ausprobiert, die angeblich zum gewünschten Erfolg führen sollten. Doch schlussendlich hat es niemand geschafft, dass Lara Croft die Hüllen fallen lässt. Nämlich, einen solchen Cheat gab es zu keiner Zeit. Erst später veröffentlichten einige Fans einen Nackt-Patch, welcher zu dem entsprechenden Ergebnis führte. Da es jedoch nicht von der offiziellen Seite aus möglich war, ist dieser Mythos falsch. Also dieser Mythos ist nicht
Richtig. Okay. Ja, das war wieder mal zwei nette Spielemythen. Einmal Tomb Raider, der Nackt-Cheat. Und die Story von Black and White, die unheimliche Stimme, die deinen Namen ruft. Wie gesagt, der erste Mythos war falsch, der zweite ist. Der erste Mythos war wahr und der zweite Mythos war einfach nur falsch. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen Spaß gemacht und wir hören und stellen uns dann bei der nächsten Folge von Kaleidoscope. Mal gucken, was es sein wird. Habt noch also einen schönen Restsonntag. Bis dann, Imanski, euer Andi. Ciao, ciao.